Seit ewig vielen Folgen sieht meine Base so aus. Allerdings sah sie auch so aus, als ich noch Eisenrüstung hatte. Nun hat sich meine Rüstung verbessert. Meine Base ist jedoch gleich geblieben. Also ist es heute endlich mal an der Zeit, dass wir diese Base hier upgraden. Wie genau? Ich habe wie immer keinen Plan. Aber ich will auf jeden Fall zwei Sachen verbauen. Und das sind Quarzblöcke und Goldblöcke. Denn von denen habe ich noch jede Menge hier in den Kisten übrig. Also würde ich sagen, gehe ich jetzt als erstes mal in den Nether und hole ein bisschen viel Quarz. Und dann sehen wir weiter, was wir bauen. Das ist jetzt alles, was ich bisher erfarmt habe. Und das bringt mir so viel Quarzblöcke. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Erstmal gucken, wo ich anfange überhaupt. Ich glaube, ich baue es hier so ein bisschen in den Berg rein. Das kommt, glaube ich, ganz gut. So, und hier sind wir dann auf der anderen Seite. Genau. Ich glaube, hier in den Raum kommt der Bieten. Dieses Muster ist schon sehr cool, aber ich muss nur gucken, welche Wand hinten dran muss. Ja, das sieht schon besser aus. Vielleicht könnt ihr ja erraten, woran ich mich hier bei dem Kontrast ein bisschen orientiert habe. Ich habe nämlich dazu auch eine coole Idee mit den Wänden. Das dauert allerdings noch eine Weile. Jo, Digga, da kann ich einfach drüber laufen, wenn ich in Sprint bin. Leute, mit Speed 2 könnt ihr einfach über einen Block Lücken drüber laufen. Ohne zu springen. Das ist heftig. Ich würde sagen, es ist Zeit, endlich den Beacon hier voll zu machen. Das heißt allerdings, ich muss erstmal ein paar mehr Dias holen. Ja, der Beacon ist dann ja auch überfällig. Der steht dann ja da drinnen. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Die leuchten noch nicht. Die sollen noch nicht leuchten. Aber hier kann schon mal das Glas drüber. Aber in die Mine. Ich glaube, das hier funktioniert irgendwie nicht wirklich. Ich gehe mal lieber Höhlen durchsuchen. Und dann Abfahrt. Guck mal hier. Oh, das sieht sehr gut aus. Yo, Wasservorhang. Cool. Oh, nice, Dias. Yo, das ist ein fetter Ader. Oh mein Gott. Nice. Oh, lol. Oh mein Gott, unsichtbare Spinne. Komm rein. Oh, Cherry Blossom. Nice. Maybe hier. Dias. Ja, da ist noch eine. Und das sollte reichen. Sehr schön. Ab nach Hause. Boom. Der Penta-Beacon ist wieder aktiviert. Und die Effekte sind auch wieder da. Die Wände sind jetzt soweit aus 9 Blöcken. Aber noch nicht ganz fertig, denn ich plane noch ein Design-Element einzubauen. Dafür brauche ich aber allerdings noch etwas aus dem Nether und das gehe ich jetzt mal schnell holen. Und zwar sind es Wither-Skelett-Köpfe. Kein Plan, ob das reicht. Ich gucke einfach mal, wie weit ich damit komme. Also wer sagen will, dass das nicht cool aussieht, ich höre nicht auf euch. Wir könnten auch so machen. Schreibt es in die Kommentare. Ich mache erstmal andersrum. Dieser Raum hier ist jetzt soweit fertig. Und es wird Zeit, sich umzudrehen. Oh, warte, ich sollte ein bisschen weiter rein, sonst könnt ihr es nicht alles sehen. So sieht der Raum aus. Ich finde ihn wirklich richtig gut geworden. Jetzt fehlt nur noch eine Base, wo ich übernachten kann. Ich würde sagen, das heben wir uns aber für die nächste Folge auf. Denn das war's mit dem Video heute. Lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Und dann, ciao.